So. Dann wollen wir mal weitermachen. Aber wird jetzt wahrscheinlich erstmal eine Weile nur dieses Outdoor-Shogi sein, um da ein paar von diesen Punkten zu kriegen, um an Platten zu kommen. Ich habe mich auch mal schlau gemacht, weil ich mich gewundert hatte, dass es da keine Nebenaufgaben gibt. Die kommen jetzt in Kapitel 3. So, nochmal eine Herausforderung. Herausforderung Nummer 2. So, und dann benutzen wir direkt wieder die Grundlagen von Shogi. Ich kann das Spiel nämlich kein Millimeter. Kein Millimeter kann ich das. Soll das Spieler für mich spielen? Muss ich nur die Figuren setzen. Na, ja, komm. Blöd ist, dass der manchmal so lange braucht, bis der nachgedacht hat. Also in der Zeit konnte ich schon teilweise alles Mögliche machen. Also Küche aufräumen und Essen für den nächsten Tag vorbereiten für die Arbeit. Das ging alles in der Zeit, wo der nachdachte. Also wieder kam, war ja gerade fertig. Das ist manchmal echt, echt der Wahnsinn, wie lange der braucht. Vor allem, wie schnell der Gegner dann zieht. Das ist Hammer. Und Yagami, denk. Und das Schlimme ist, je länger das dauert, die Partie, desto länger braucht er. Ah. Ich war heute verwirrt. Ich dachte, wir hätten schon Dienstag. Da dachte ich aber auch erst, als ich meinen neuen Staubsaugerroboter konfiguriert habe. Da musste ich Datum und sowas einstellen und dann blinkte der schon auf Montag. Ich denke so, Montag? Nee, kann gar nicht. Wir haben doch irgendwie Dienstag oder Mittwoch oder so. Ja, nee, schade doch nicht, war. Ist doch erst Montag heute. Manchmal hat man das, da denkt man, man ist an einem ganz anderen Tag. Aber weiß man, dass man Vortag Sonntag hatte oder Samstag? Na komm, denk schneller. Also ich weiß nur, Shogi funktioniert wie Schach. Es gibt Bauern, es gibt einen König, man muss den Schachmatt setzen, aber die Bewegung der Figuren ist eine ganz andere und man kann irgendwie hinterher, wenn man die Figuren vom Gegner schlägt, kommen die da rechts in den Figurenpot und man kann die dann später wieder einsetzen und man kann die auch befördern, aber ich glaube, das ist anders als im Schach. Im Schach muss man ja, glaube ich, irgendwie, oh, jetzt habe ich gepennt, muss man ja, glaube ich, auch irgendwie bis hinten ans Feld kommen und dann kann man die Bauern aber, glaube ich, nur zu dem befördern, was schon mal geschlagen wurde. Ach, keine Ahnung, da müsste ich jetzt auch nochmal nachlesen. Das ist beim Shogi anders, weil die Plättchen da sind wohl zweiseitig beschriftet und wenn man die befördert, dann dreht man die wohl einfach nur um. So habe ich das zumindest bis jetzt verstanden. Das ist auch das Einzige, was ich verstanden habe. Und ich sag mal, das geht ja noch, aber wenn man da später Mahjong spielt, Mahjong blicke ich gar nicht durch. Da müsste ich mir mal vielleicht so ein Erklärvideo angucken, aber selbst dann wird es wahrscheinlich kapieren. Ich weiß nur, es hat immer mit Drillinge und Zwillinge und so ein Quatsch zu tun und ich habe keine Ahnung. Also ich drücke immer nur die Knöpfe, wie es kommt und versuche da irgendwas zusammenzukriegen und wundere mich jedes Mal, dass ich verliere. Nur mit diesen Cheat-Items, da kann ich beim Mahjong gewinnen. Gut, ich kann auch nur mit Cheat-Items hier bei Shogi gewinnen, aber das ist was anderes. Wobei, das geht noch, das sind die Herausforderungen. Da geht's noch, wenn man so ein Ranglistenspiel macht. Das ist richtig fies. Da denkt er ewig nach und da dauern diese Spiele auch wirklich Ewigkeiten. Und wenn man überlegt, ich habe das in Judgment nur mit dem 8. Q gemacht, also mit einem Schülerrang. Und es gibt ja bis zu 10 Duns oder irgendwie sowas, also 10 Meisterränge. Das hat der mich schach gesetzt. Und das war mit dem, also vom 10. in den 8. Q, das war schon, keine Ahnung, 70 Runden oder sowas. Ja, bin ich mal gespannt. Also eigentlich verliert man nie mit diesen Grundlagen des Shogi, wenn er danach denkt. Eigentlich gewinnt man jedes Mal. Irgendwas denkt er sich also gerade aus. Irgendwie eine Falle locken oder so. Aber deshalb, weil ich die Figuren, also ich habe mich da mal ein bisschen versucht zu befassen, aber Shogi, das blicke ich nicht durch. Ja, den wird er jetzt wahrscheinlich gleich aufschnupfen? Ne, doch nicht. Hä? Ach, keine Ahnung.
Ups, da bin ich ans Festset gekommen. So, wie geht's weiter? Denk nach, denk nach, denk nach. Keine Ahnung. Also, das ist immer irgendwas, bereitet das Spiel im Hintergrund vor, was eigentlich lustig ist. Also, das muss schon ein Cheat-Item sein, weil, wenn ich überlege, das Spiel steuert jetzt quasi meinen Zug und den Zug des Gegners. Also, es wird ja wahrscheinlich irgendwas tun, wenn ich immer gewinne. Weil er ja ganz genau weiß, was der Gegner tun wird in bestimmten Situationen. Der hat ja die Simulation von dem Spiel dann wahrscheinlich in dem Moment schon komplett im Kopf. Warum das Nachdenken da so lange dauert, keine Ahnung. Ob der dann immer wieder einen neuen Algorithmus durchjagt, wenn irgendwie der Computer doch anders sieht als gedacht. Kein Plan. Und ich befördere die Viecher auch immer. Weil das hat ja eigentlich nur was auf dem Nacken. Dadurch werden ja die Bewegungen besser. Ups. Ja, aber klar, dass der den jetzt auffrisst. Wir sind gespannt. Aha. Warum? Hm. Wie war die Beschreibung von diesem Sheet-Item? Man kann dir Shogi erklären, aber nicht für dich verstehen, irgendwie so ganz komisch. Irgendwie so in der Richtung war das. Ich würde mir jetzt hier in der Mitte möglich, dann nehme ich gleich da oben wieder die Einheit, da bewege ich genau. Was auch immer, aber den kann ich ja Gott weiß wie bewegen, also ach, keine Ahnung, das ist so riskant, den da hoch, ach, was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt soll, dass der da ist. Ich habe, wie gesagt, keinen Plan von Shogi. Aber für 1200 Yen dieses Grundlagen von Shogi, ist nichts falsch. Vor allem später, wenn man die letzte Herausforderung immer wieder macht, dann kriegt man Gott weiß wie viele Punkte. Ich glaube 12.500. Irgendwie so für 200.000 jeweils kriegt man einen Platin-Teller und ich glaube, den kriegt man für 100 oder 200.000 Yen wieder los. Das ist zwar auf Dauer nicht viel, aber für den Anfang des Spiels ist es auf jeden Fall ausreichend. Das ist ja Gott sei Dank nicht so schlimm im Geld wie bei Yakuza Zero, wo man ja Geld braucht, um seine Figur aufzumotzen. Allerdings kriegt man da auch dann Gott weiß wie viel Geld in den Hintern geschoben durch die Kämpfe. Ja, den muss ich jetzt gleich irgendwo hier auf der Linie bewegen, damit der wieder befördert wird. Dann habe ich meine Einheit wieder. Oder so. Aber mal gucken, was der vorhat. Ja, zack, fördern. Jetzt habe ich da einen anderen Ritter. Boah, das dauert ja genauso lange wie so ein Ranglistenspiel und denkt ja nicht so lange dafür. Denke nach, denke nach, denke nach. Ey, was auch immer. Wie gesagt, ist das doof, wenn man das Spiel nicht mehr versteht. Mein Gott. Zack. Achso, man kann auch festhalten. Ich mache nämlich immer hier so, dass ich einzeln rumtippe. Auch da hat er so schnell gedacht. Das war doch verdammt schnell. Wuhu, gewonnen. War doch immer. Ich dachte schon abgeschmiert. So. Ja, ja, noch eine Herausforderung. Herausforderung Nummer 3. Ich habe gar keine Ahnung, wie viel gibt's eigentlich. Achso, ja. Ups. Ja, ich nehme wie immer die Grundregeln von Shogi, weil ohne das kacke ich hier ab. Ich guck mal eben schnell, während der denkt, möglich, dass ich das jetzt gleich verpenne. Aber ich guck mal eben schnell. Ach, siehst du, ich sah das noch. Ich guck mal eben
Wie viele Shogi-Herausforderungen gibt es? Arcade-Games, Minigames, Mahjong-Shogi. Ah, nee, nee, nicht Puzzle-Shogi. Steht hier gar nicht. Steht gar nicht, wie viele Challenges es gibt. Nö, es gibt nur Puzzle-Shogi. Aber man kriegt wohl auch Shogi-Points, wenn man die Ranglisten Match macht, aber das steht jetzt nicht. Wie viele Herausforderungen es gibt, das ist ja doof jetzt. Ja, schade, sonst hätte ich nämlich eben nachgeguckt, dann hätte ich nämlich gewusst, wie viel, aber ich glaube, es sind auch so um die 10 oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Das ist natürlich jetzt blöd. Na egal, macht nichts, man kann nicht alles haben im Leben. So. So, jetzt bin ich auch wieder voll da. Komm. Mach hin. Mach hin, mach hin. Zack, zack. Ja, komm. Runde 27 von Gott weiß wie viel noch kommen. Ja. Das Schlimmste ist, ich meine, das macht schon Spaß und man weiß, wie viel man macht. Aber man erwischt sich auch immer dabei, dass man immer auch denkt, boah, das ist so schleppend, ich mach gleich die Story weiter oder was anderes. Dürfen es noch keine Nebenquests gibt. Aber ja, ich denke mal, das ist jetzt einfach, das Spiel will, dass du auch reinkommst und man muss das manchmal auch bestimmte Dinge in dem Spiel erleben und gesehen haben, um die freizuschalten. Da kann durchaus sein, dass die erste Nebenquest wieder in irgendeiner Form, dass man da so ein bisschen reinschlittert und das Spiel dann hingeht und sagt, jo, ne, in der Welt gibt's oder in den Städten Yokohama und Kamurocho gibt es halt Leute, die deine Hilfe brauchen oder so ein Rummel. Also das ist durchaus möglich, dass es dann erst losgeht in Kapitel 3 und wir sind noch in Kapitel 1, glaube ich. Ey, warte, wir sind noch in Kapitel 1 und Kapitel. Boah, dann muss Kapitel 2 aber relativ kurz sein. Ich meine, wenn man sich nur die Story hält, sind die Kapitel immer alle relativ kurz, aber die Spiele, das sind halt ja, JRPGs, ne, japanische RPGs, und die sind nun mal darauf ausgelegt, dass man auch eine Zeit lang irgendwie totschlagen muss, um die Figur aufzuwerten, weil so wie Yagami jetzt ausgerüstet ist, brauche ich über das Finale gar nicht nachdenken. Ne? Also, wenn da wieder, ich sag mal so, die Endgegner, die letzten sind ja immer so vom Schlag wie in Judgment Kuriwa. Und ja gut, auf dem leichten Schwierigkeitsgrad, wenn man das einigermaßen kann, sind sie dann trotzdem kein Kunststück, aber man hat eine niedrige Angriffsstärke und eine niedrige Gesundheit und man hat ja gesehen, wie gut man schon auf den Maul kriegt bei den Endgegnern, wo man dann sagt, ich muss mal doch zwischendurch heilen. Da wenn ich das so viel Heilungstipps könnte ich da jetzt momentan gar nicht mitnehmen. Deshalb, man muss schon ein bisschen die Figur vorbereiten, Gesundheitsboost, Stärkeboost, Ex-Boost, damit man halt mit den Charakteren da mithält. Also in Yakuza Zero weiß ich noch, da habe ich eine Zeit lang, habe ich in die falschen Perks und sowas investiert und hatte dann das Problem, also ich war nicht unterlevelt, aber ich hatte das Problem, dass in einer Phase von dem Spiel, wo wirklich hinter jeder Ecke Gegner auf Kirukazuma gelauert haben, ich wirklich Trouble hatte und
das Spiel zu dem Zeitpunkt nicht mehr so einfach war wie davor. Das hat sich danach, nachdem ich ein bisschen investiert hatte in die richtigen Eigenschaften und Werte, ging es wieder, aber es war dann schon zu dem Zeitpunkt, wo man sagen kann, jo, das war jetzt hart. Also man hat das Spiel dann unterschätzt. Ne? Danach war es dann nicht mehr so blöd. Da hast du dann schon gemacht. Also Yakuza Kiwami habe ich schon wirklich wie einen bekloppten Majima Goro gesucht, um halt meine ganzen Fähigkeiten da freizuschalten. Da habe ich teilweise Stunden darauf verbracht, nur Majima zu suchen. Ach komm, denk schneller. Und bei Yakuza Kiwami 2 weiß ich noch, da habe ich dann irgendwann, ich weiß gar nicht, war dann auch Kiwami 2, wo man diese Treter hatte, die beim Laufen Geld generiert haben, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich da hinterher immer wieder in denselben Restaurants gegessen, habe dann geguckt, welche Gerichte, wie viele Dings gehen. Und dann mit dem vollen Magen los zur Apotheke und oder zwischendurch so komisches Zeug genommen, damit der Magen da von der Figur wieder leer wird. Und dann direkt wieder voll gegessen, wieder dann bist du die ganze Zeit nur hin und her gerannt und hast dir damit das alles dann aufgemacht. Selbst da bin ich nicht auf Maximum gegangen, weil das war irgendwann auch ein bisschen zu schwierig. Interessant ist, dass die jedes Mal neue Leveling-Systeme haben, wobei hier das ist jetzt konstant ein Judgment. Es sind nur mehr Eigenschaften dazugekommen in Lost Judgment Teil 2. Aber ansonsten ist es da netterweise gleich. Aber in Yakuza Zero, da muss man Geld investieren. In Kiwami 2 war es, glaube ich, identisch mit so komischen ja, Technik und Stärke und so eine Kacke Punkten. Und 3... 4 und ich glaube auch 5? Ja, 3 auf 4 auf jeden Fall, weiß ich noch. Die hatten wieder ein anderes Leveling-System, was so ähnlich ist wie das da jetzt. 5 hatte dann, glaube ich, wieder das von, oder 6 spätestens hatte wieder das von Kiwami und Kiwami 2. Da kannst du sehen, wann die welches Remake gemacht haben. Was sie das übernommen haben. Immer wenn du dich ja gerade an das eine gewöhnt hattest, kamen sie mit dem anderen wieder um die Ecke. Wobei das mit dem Geld investieren oder Zero, das war noch am geilsten mit. Aber man musste da auch schon wirklich Zeit investieren, um Geld zu verdienen. Man hat da zwar durch die ganzen Prügeleien gekriegt, da hat man automatisch Geld verdient. Damit ist er jetzt Schachmatt, oder? Nee, noch nicht. Hat man zwar durch die ganzen Prügeleien bekommen, aber man musste hinterher doch schon als, also mit Kazuma Kiryu das Immobiliengeschäft komplett fertig machen und mit Goro Majima am besten den Hostessen-Club da komplett. Letzteres hat mehr Spaß gemacht als das Immobiliengeschäft. Und komischerweise das Immobiliengeschäft habe ich zu 100% geschafft. Bei den Hostessen habe ich zwischendurch aufgehört, weil das sehr zeitaufwendig ist. Also das Immobilien-Ding auch, aber nicht so zeitaufwendig. Na, jetzt setzt man den König da aber unter Druck. Eigentlich müsste doch gleich mal das zugemacht werden, oder? Ed? Achso. Hab ich gar nichts gesehen so schnell. Aber jetzt ist er schachmatt. Mein Gott. Ein paar Shogi-Punkte habe ich schon. Kann ich denn sehen, wie viele Shogi-Punkte ich habe? Bestimmt im Shogi-Punkte-Shop, wa? Shogi-Punkte eintauschen. Ach, da unten, 6750. Was ist das denn? Ein Essay über bedenkliche Heilmittel eines Selbstunternehmens könnte als Anleitung zum Herstellen von Extrakten dienen. Das nehmen wir. Moment, bevor ich jetzt irgendwas mache.
Ja, wie du willst, bis dann, später. Ich will doch nur. Ah, da. Sehr witzig. Ah, scheiße. Da muss ich doch hin. Kann ich denn hier noch jemand aufbocken? Nö. Ne. Oder doch? Aha. Aha. Dafür war das. 10.000 SP, derzeit 160. Mein Gott, das ist teurer als. Ups, Entschuldigung. Im Vorgängerspiel. So, Herausforderung Nummer 4. Boah, jetzt hat mir das Handicap immer beschissen. Jetzt fehlen mir schon zwei Steine. Egal. Oh. Mit den Grundlagen von Shogi geht halt alle. Ach, das kann wieder dauern. 22 Minuten schon am Spielen, davon glaube ich eine Minute fast wieder im Menü verbracht. Das heißt, ich bin jetzt mit 20 Minuten nur mit Shogi dran. Und zwischendurch in den Shogi-Punkte-Shop gucken und dieses komische Fader gekauft. Wie viel haben wir? Oh. Bisschen spielen tue ich noch. Wir haben ja gerade mal 20 vor 7. Mal gucken. Sehr cool. Na, meine Fans zeigen, was heute läuft. Aber ich glaube, heute läuft nichts im Fernsehen. Vielleicht mal ja auch ein bisschen länger. Mal gucken, wie ich Bock habe. Ich bin mal gespannt, wie morgen mein Staubsaugerroboter. Ich habe den heute mal testweise laufen lassen. Da war schon genial. Und ich habe mich hinterher gewundert, der ist irgendwie immer so komische Radien gefahren, weil ich habe dem Schüler zwischendurch gesagt, der soll jetzt mal in seine Ladestation, weil der erste Test war okay, und der soll jetzt mal vollladen. Und irgendwie habe ich mich dann hinterher gewundert, der ist immer Richtung Küche, aber ist da halt nicht rein und hat dann irgendwie immer dann sich gedreht und ist dann so einem kleinen Radius, so einem gewissen Radius ist der dann losgefahren. Ich denke so, hä, was macht der denn jetzt? Ich weiß, dass wenn er seine Ladestation sieht, dass er dann darauf zusteuert. Und dann habe ich das nicht gereicht so schnell. Dann hat der den Radius nochmal angepasst und dann habe ich gesehen, dass der wirklich einen Radius fährt, weil das steht unterm Schrank, um halt durch diese Öffnung da wieder zu kommen. Ne? Und dann hat er sich immer wieder so weit korrigiert, dass das wirklich mit seiner Öffnung da passte. Das, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber war schon geil. Also da mache ich mir schon mal keine Sorgen, dass ich den irgendwie mal mittags nach Hause komme, hier irgendwo gestrandet finde oder dem meine Wohnungstür von Koffer knall. Hauptsache, der sucht rechtzeitig die Station. Also ich habe dem jetzt gesagt, er soll alle zwei Tage, Dienstag, nee, warte mal, Montags, Mittwochs und Freitags um 10 Uhr losfahren. 10 Uhr morgens. Da bin ich mal gespannt. Also der soll auch eine Startmeldung geben, wobei ich nicht weiß, ob das funktioniert, wenn ich auf der Arbeit bin, ob ich die dann kriege. Aber eigentlich sollte es gehen. Also ich gucke gleich nochmal auf die Fernbedienung, ansonsten muss ich den hier nämlich auch nochmal. Da ist nämlich kein Timer. Ey. Ich stelle den hier irgendwann später auch nochmal ein. Jetzt ist das alles über App, aber wahrscheinlich ist das nur, wenn ich dann auch zu Hause bin. Keine Ahnung. Aber das ist ja auch so eine Fernbedienung. Darüber probiere ich dann gleich auch nochmal. Alle x Tage. Um 10. Und dann funktioniert der auf jeden Fall. Ey, wieso kann ich den nicht. Achso, der befördert automatisch. Ich denke, warum kann ich den nicht befördern? Was soll denn der Schwachsinn? Ja, komm. Komm. Meine Güte, dafür hat er so lange nachgedacht.
Los, komm, du da oben, du einer hier. Flüg dich durch die feindlichen Reihen wie so ein König durch. Ist doch ganz einfach. Oh, wenn das mal so einfach wäre. Aber dann würde ich das Ding hier oben Rambo nennen. Genau, verjag ihn, der ist viel größer als du. Los, wie geht's weiter? Manche Steine werden nie bewegt, oder? Die hier zum Beispiel wurden noch gar nicht bewegt. Warum bewegt der eigentlich weg? Der kann auch angreifen damit, oder bin ich jetzt blöd? Keine Ahnung, was das jetzt wird. Aber damit zu tun, den da irgendwie wegzulocken, dass er den da oben nicht schlagen kann. Ist möglich. Das Schönste ist, wenn man da mit diesem Grundlagen von Shogi spielt, man kriegt ganz schnell für diese Städte Go oder damals Kamuro Go die Aufgaben voll. Schach? Wer ist in Schach gesetzt worden? Ja, ich. Toll. Hallo? Yagami, hast du das nicht gesehen? Also ich hab's nicht gesehen, aber ich muss es doch nicht sehen, Yagami spielt ja. Ups. Wo ich schon ein leeres Feld bewegen, wenn ich das geschafft hätte. Naja. Da kann nur Chuck Norris leere Felder bewegen. Joa. Also auf jeden Fall habe ich mehr Steine verloren. Zusätzlich mit dem Handicap. Oh, cool. Es wird eingesetzt. Ups. Fast falsch hingesetzt. So. Ja, das hat ja gut geklappt hinter die feindlichen Reihen. Das bringt. Mein Lanzenträger wurde getötet. Ich weiß, die Buchstaben stand für jemand, aber ich habe echt vergessen, wofür. Das war nämlich, damit wir Europäer oder auch die Amis die Teile auseinanderhalten können. Also halt alle, die kein Japanisch können. Aber wenn man sich die Regeln nicht durchliest, weiß man ja auch nicht, wofür die stehen, ne? Also ich wäre jetzt dafür, dass wir den da oben endlich mal Schachmatt setzen. Wer noch? Hände hoch. Warum hier heute eigentlich da mein VM-Programm rum? Fünf Probleme entdeckt. Ja, das sind wieder irgendwelche Sachen, wo ich wieder Zusatzprogramme verkaufen muss. Habe ich keine Lust drauf. So. Oh, das dauert aber ganz schön lang, bis der da Gas gibt. Da musst du echt ewig festhalten. Kein Wunder, dass ich die ganze Zeit eher in Einzel mache. Geht schneller. Klick, klick. Hey, der wurde befördert da. Hallo, aufschalten. Boah, irgendwie ist das total zerfahren. Ich habe echt keine Ahnung, wie man das jetzt gewinnen könnte. Ach, ist auch egal. Schach. Rote. Na ja, gut, so ist halt im Schach, ne? Den jetzt dahin? Keine Ahnung. Geht der gut so weit?
kann er sich zwar bewegen? Und wieso? Egal. Jo, komm, 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 der Bauer soll jetzt den König bedrohen. Oh Mann. Da kannst du mal wieder sehen, dass die Figur sich irgendwie anders bewegt, weil sonst wäre der ja schachbedroht, also kann der sich schon mal nicht nach oben, also kann der wahrscheinlich nur diagonal. Und immer wenn die Rübe juckt, ist das Kopfhörer im Weg. Matt? Nee. Was? Mein Gott, hat auch lange genug gedauert, aber immerhin 4200 irgendwas Punkte. Und 200.000 braucht man, hehe. Für die Platinplatte. Ach komm. Das wird, glaube ich, sonst ein bisschen zu langweilig. Wir machen mal die Hauptstory weiter. Ich kann nachher immer noch ein bisschen Shogi spielen. Kaito sauer meckern. Moment, wir können mal eben gucken. Town Go, Millionär, nein, davon sind wir noch weit weg. Guter Mensch. Was? Achso. Klick. Oh, das geht schnell. Die Sachen, das kann man später machen. Erkunde dich statt insgesamt 10 Minuten mit deiner Drohne. Oh mein Gott, das kann. Ja, da brauche ich nicht viel machen. Das kann man zwischendurch. Das ist mein Witz. Wir wollten nachgucken. Ach ja, Shogi, Shogi. Da bin ich hier falsch gewesen. Survive. Outdoor Shogi da. Wirklich kein Zurück mehr. Ernsthaft kein Zurück mehr. Muss ich noch einmal spielen. Gewinne insgesamt zwei Shogi-Spiele und mache dabei den zweiten Super Outdoor Shogi Kamurocho-Spieler. In Shincho, ja, das ist mir noch nicht passiert, weil ich bis jetzt immer anfangen durfte. Ja, das ist einfach. Ja, das Puzzle-Shogi, ja gut, das ist auch einfach. Da kann man sich zur Not nämlich die Lösung angucken. Ups, Entschuldigung. Drohnenrennen. Das geht aber wahrscheinlich wieder nur in Kamurocho im Millennium Tower. Na, ja, kann man mal drüber nachdenken. Auch, wobei, wenn wir schon mal da sind, mal gucken. Ich habe hier neu schon heiliges Holz gefunden. Vielleicht finde ich ja hier auch wieder irgendwelche seltenen Materialien, die ich für teuer Geld verkaufen kann. Da war ich noch nichts. Hier ist das. Klarglas, okay. Ich habe gerade erst Klarglas gelesen. Aha. Sehr witzig. Ein abgenutzter Magnet, sehr schön. Ja, ich bin zu hoch. Da unten ist noch was. Hochreines Blei, okay.
Da liegt auch noch was rum. Brauchbares Gummi. Aha. Roter Pyroxen, auch schön, kann man auch verkaufen, glaube ich. Er ging in Judgment 1 nämlich nicht, da konnte man die Pyroxene, glaube ich, nicht verkaufen. Stabiles Eisen. Sehr witzig. Preismedaillen weiß ich nicht, ob man die verkaufen kann. Nichts rum. Man findest du so viele Items auf einmal und da findest du mal wieder gar nichts. Das sieht nach einem sehr interessanten. Was so? Ach so, das ist da, wo ich gerade vorbeigelaufen bin. Wobei das gerade beim letzten Mal, wo wir ja gespielt haben. Das war ja hier, wo der Typ da gemobbt wurde. Ah, ab und zu gemobbt, da liegt ja noch was rum. Ein mysteriöses Blatt klingt auch wertvoll. Summ, summ. Ja, ja, ist gut. Gott sei Dank kann die hier nicht kaputt gehen. Das passiert, glaube ich, nur beim Drohnenrennen. Dass die kaputt gehen kann. So, wenn ich hier jetzt den Punkten weiterfolge, müssen wir gleich Yagami da irgendwo stehen sehen mit dem Handy in der Hand. Ja, ist klar. Okay, sehr witzig. Tolle Kollisionserfahrung. Hallo? Das ist aber eine echt megamäßige Kollisionsabfrage. Da vorne steht da. Hier ist Yagami. Und das ist Kaito. Der Blick. Okay, das ist witzig. Mal gucken, was Yagami macht. Gar nichts. Der steht da unbeweglich. Dong. Okay, okay, komm. Genug Spaß gehabt. Gehen wir jetzt zum Kyuindo. Ja, ist ja gut. Einmal hier. Der will. Oh, guck mal. Das habe ich aber gerade gar nicht gesehen, als ich rumgeflogen bin. Milchglas. Juhu, das bringt's. Oh, guck mal, noch mehr. Unreines Blei. Kapier ich nicht. Warum liegen die wertvollen Dinge mit der Drohne erreichbar weiter oben? Kaito rennt wieder Passanten um. So, mal gucken, ob hier zwischendurch wieder irgendeiner irgendwas fallen lässt. Das ist ja auch gar nicht so unwichtig für die Town Go App. Wobei, ich bleibe jetzt bestimmt auch nicht stehen und warte auf Passanten, die wir verlieren. Das ergibt sich im Rahmen der Erkundung sowieso automatisch. Eine Pepperoni. Oh, guck mal, Gegner. Ja. Ah, okay. Eine gedehnte Spule. So, so. Jetzt wird erst begriffen, wie man da drücken muss mit den Stilwechseln.
Zigarettenstummel. Ich nehme alles an Items mit, was hier liegt. Boah, ich habe jetzt auch keine Lust mehr, so Skorpion, okay. So lahmarschig zu laufen. Ich gebe jetzt hier mal ein bisschen Gas, ich renne mal, das geht alles viel schneller. Halt, Gegner! Das ist ja cool, dass dann die Gegenstände jetzt automatisch aufsammeln, dass man dann nicht mehr suchen muss, wo liegen die rum. Das finde ich voll geil. Das ist echt mal Quality of Life. Taschentücher, okay. Ja, mal gucken, kann man alles auch verkaufen. Oh, da liegt noch mehr rum. Schmutziges Eisen. Oder sind Taschentücher hier auch Materialien? Mal eben gucken. Taschentücher sind immer praktisch, ja, verschiedenes. Seltsam hinzufügen können als Material verwendet werden, okay. Der sieht wirklich außerirdisch aus. Ein Skorpion, wie kommt der hier? Ja, das wüsste ich auch gern. Das kann man Gott sei Dank alles verkaufen. Ja, da brauche ich meist nicht. So, jetzt nochmal hier über die breite Straße. Ha, es blinkt, ich bin noch gerade rechtzeitig. Juhu! Hallo? Mein Gott. Ja, alles Gute kommt von oben. Alles Gute kommt von oben. Ja, während du in der Luft bist. Ja, habe ich ja gemacht. So, mal gucken, kann ich wieder jemand aufwerten? Abrollprofi. Musikliebhaber. Schluckspecht, die sind eigentlich auch nicht. Die sind eigentlich auch nicht unwichtig. Gerade dann, wenn man bestimmte Town-Go-Aufgaben erfüllen will. Da ist es schon nicht schlecht, wenn Yagami Alkohol verträgt. Hey, warte mal, Gegner. Gegner, Gegner. So. Tap, 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 tap. Guck mal, hier liegen auch wieder Items rum. Schmutziges Eisen und Taschentücher. Wie viele Taschentücher liegen hier eigentlich rum? Am wenigsten sind die alle original verpackt. Oh, guck mal, noch mehr Gegner. Dann kriegen jetzt auch erstmal Schnicke. Ich war jetzt geil, wie beim Wrestling aufgegeben. Das war jetzt schon cool. Oh, guck mal, das lag da gerade glaube ich noch nicht. Das nehmen wir mit. Eine alte Platine. Da liegt was, nehmen wir auch mit. Zack. Ja.
Sag mal, Kaito, spinnst du? Das sieht doch mal geil aus, oder? Ja, wie der da durchgeknallt ist. Durch das Schild. Ja, nicht so. Gleich doch. Schon sehr schick hier. Chinesisches Viertel. Da liegt auch wieder was rum. Nehmen wir aber alles mit. Das nehmen wir auch mit. So, da, goldener Löwe. Atta se Tabo. Kyoinro. Koko da. Handy. そろそろ着きましたかな、矢神氏。我々はもう着いていますぞ。ああ、今店の前。わかりました。では受付でつくもの連れだと言ってください。了解。慣れたもんじゃねえか。あいつずっと満喫で引きこもりだったんだろ。俺らももううかうかしてらんないね。え、つくもはすごい、めちゃくちゃフィゲボーンズ。 100 Yen dafür, dass ich in ein Restaurant gehe. Können die in Deutschland auch einführen. Sasa, Kochiranga Sensitz und Hanashista, Yagamishi und Kaito Sandes. Kamurocho no Metante des So. Tsukumo Sankara Uwasawa Kanegane. Watashiwa Oguta to Boschimas. Shiritz Serio Goko no Digicho Stelimas. なあ、星稜高校ってさっき店員煽ってたガキどもの？多分そうだね。何か？今日街でお宅の生徒さんたちを見かけました。店の人を怒らせといてそれをスマホで撮ってたんです。7、8人で取り囲みながら。あっちゃー、八神さんたちがそんなの見たら素通りできないよね。おお。まとめて鉄拳指導してやったぜ。鉄拳。いや。意外すぎる。私は聞かなかったことにした方が良さそうだ。まあそう言うなよ理事長。腹割ってオープンに行こうや。海藤さんはもうちょいビジネスライクにしようか。奥田理事長、明日から早速調査に入りますが、改めて詳しい依頼内容を教えていただけますか。ええ、もちろんです。本校も日頃いじめ問題に取り組んではいますが、それでも常に不安なんです。果たして十分に防止できているのか。そしてもしすでにいじめが芽吹いていたなら、深刻化する前に摘み取るべきでしょう。つまり肝心なのは事前の予防です。それで探偵に依頼を。ええ、そんな風に思っていた時、99課の看板が目に入ってきましてね。ホームページを見たら、すでにいじめの調査なども実績としてあった。これは運命かなと。な、大げさな。けどうちが今までやってきた案件って大抵最初からいじめの加害者は誰か分かってるわけで、僕らはその証拠を揃えてきた。今回みたいにあるかどうかもわからないいじめを探すっていうのは初めてでさ。ゆえにここに集いし4人の探偵が必要なのですよ。なんか作戦があんだな。ええ、今回の証拠の収集には動画撮影が有効です。すでに小型の隠しカメラをかき集めてありますよ。それをいじめの起きそうな校内の死角に仕掛けていこうかと。まずは期間限定で2週間ほど撮影することにしましょう。いじめを隠し撮りってことか。ただもしその隠しカメラがうっかりバレたりしたら大問題になります。誰にも気づかれない場所へ巧妙に仕掛けなければなりません。そこがベテラン探偵の出番というわけで。
よく言うよ。守衛さんや先生たちにも隠し撮りのことは内緒。この件は理事長と僕らしか知らないですよね。ええ、知っている人間が多いほど秘密は漏れるものですから。それに八神さんは神室町でいくつも難事件を解決してきたと伺っています。この依頼を完璧に果たしていただける方だと。どうぞよろしくお願いします。どんどんハードル上げられていくな、タボ。では八神氏、何か理事長にお聞きしたいことがあればどうぞ。お、いいね、ベテランの仕事ぶり。早速勉強させてもらわなきゃ。なんかやりにくいな。ね。まあでもそれじゃあ。ああ。理事長がわざわざ探偵を雇う理由、聞かせてもらえません？それはですから、深刻化する前にいじめを見つけたいからです。先生方が目を光らせてるだけでは足りないと。ええ、あいにくそれだけでは少し心配でしてね。彼らの深刻だけでは信用しきれないというか。Warum zweifelt der Direktor an der Glaubwürdigkeit der Lehrer? Okuda-san hat sagt, dass die Lehrer die Lehrer nicht vertrauen können. Das ist das, was er sagt. 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 Das ist das, was何かあるんですか？なんと言いますか。実はもう4年前になりますが、うちの高校で生徒が一人自殺をしています。自宅で首を吊って。何でしょう。それはいじめが原因で。いえ、第三者委員会を設置して調査をしました。いじめの事実は確認されてません。裁判所も同じ判断でした。裁判所？自殺した生徒の保護者から訴えられたんです。学校でいじめがあったんじゃないのかと。ネットには確かにそういう書き込みがあって、とはいえ他に客観的な証拠はなく、結局裁判所もうちに責任はないと言ってくれたんです。実際に理事長の目から見ていじめはなかったんですか？なかったと信じたいです。ただ正直そう言い切るには、私と現場の距離は遠かったように思います。今本校に通っている生徒たちも私の目には問題ないように見えます。みんなまだ幼いものですよ。しかし例えば二月ほど前、教育実習に来てた学生が心を病んでしまったのか、突然来なくなりました。なんだそりゃ。生徒にいびられたってことか？さあ、もしかしたらそうだったかもしれませんが、未だに彼のことは分からずじまいです。生徒らとなかなかうまくやっていると思ってたんですがね。その後ご家族の方で捜索願いを出したと聞いています。Selbst noch vor vier Jahren ein verschwundener Lehrer. Die Schule hat Erfahrung mit Problemen. とにかくそういうわけで、皆さんにはどうか見えにくい学校の影へ光を当てていただきたい。それが私の今回の依頼なんです。あの、さっきはなんとなくうやむやにしちゃったんですけど、今日町でオタクの生徒とやり合っちゃって、そのことはもう大丈夫ですかね？ええ、その話はもう聞かなかったことにしますので。おお、ただこれだけは言っとくぜ。同じ状況に出くわしたら、俺はまた連中を締めっからよ。遠慮する気はねえ。相変わらずだね、八神探偵事務所は。
もし調べた結果、いじめがあったらどうするんです？もちろん学校側で指導します。県にも報告しなければなりません。そうすると先生たちは仕事が増えちゃうよね。生徒に聞き取りしたり、いろんな書類を書いたりさ。それが嫌で報告しないなんてこともあったりして。ええ、残念ながらあるでしょうね。ただでさえ仕事の多い教師たちが進んでいじめを見つけ出したいかといえば、できればないに越したことはない。どうしてもチェンズオン。いじめ見つけたらボーナス出してやるってのはどうだ？Da wird ganz massiv Mobbing an seiner Schule sein. Ja, mit den verschnupften Bällen. まだ完璧ないじめへの対処法というのはどこにもないんですから。お話を伺っていろいろ分かりました。とりあえず仕事の話はこんなとこか。そうですね。あとは実際に現場を見てみませんと。その時またお話を伺うかもしれません。それはもちろん。よし、じゃあもう食っていいな。何今まで遠慮してたみたいに言ってんの？気にせず食べてたくせに。そいつはどうだろうね。よう、兄さん、スイカだ。こっからが本番よ。厨房は温まってんだろうな。ここそんなに安い店じゃないよな。ご安心くだされ、八神氏。今夜はお二人の歓迎も兼ねてご馳走しますから。マジで？あ、じゃあ俺も追加で。いいかい。あ、そうです。Gratis ja dann immer her damit。Wahnsinn。Deine Fallakte wurden neue Informationen hinzugefügt. Selbst und an der Serie High Personen von Interesse aktualisiert, selbst und bla bla bla. Können wir uns ja mal angucken. So, Yuzu Okuda, Direktor der Seiyo High, einer privaten Highschool in Ichincho. Er war schon 2018 Direktor, als einer der Schüler Selbstmord beging. Vor vier Jahren, am 10. Januar 2018, zum Semesterbeginn, fand um 7 Uhr morgens die Mutter eines Schülers diesen in seinem Schlafzimmer tot auf. Er hatte sich in der Wohnung seiner Familie in Ichincho, Yokohama, mit einem Handtuch erhängt. Er war 18 Jahre alt und ging im dritten Jahr auf die Highschool. Ein Krankenwagen brachte ihn ins Krankenhaus, wo er für tot erklärt wurde. Ja. いやあ、初日からご苦労様でした、八神氏。先ほどは細かい話も出ましたが、要は清涼高校でいじめの事実を見つければいいのです。ああ、学校に隠しカメラを仕掛けるって言ってたな。ええ、数に限りがあるので明日仕掛ける場所を探りましょう。校内へは空調整備に来た業者の手で潜入するつもりです。つなぎでも切ろってのか？実はもう人数分作業服を用意してありますよ。今回の仕事で我々の調査を承知しているのは理事長一人なので、生徒や他の先生方の目をごまかさなくてはなりません。分かったよ。まあいい、今日はこんなとこだ。それもそうですな。では八神氏たち、これからはここを自分の事務所だと思って自由にお過ごしくだされ。やだん、偉人町も悪くねえな、タボ。まず何より中華がうめえ。仕事もぶっちゃけガキ相手だ。極道半グレに比べりゃ楽だわな。僕は夜行性ゆえ、この時間からが本領発揮なのです。気にせず八神氏は明日に備えてくだされ。寝床はそこのソファーが見た目以上の寝心地ですぞ。So you have a little mask. Na, guck mal, man kann hier auch dekorieren. Oh, Skateboard, Skateboard.Oh Mann, jetzt habe ich es echt geschafft.
Was ist denn los, Sugiura? Ich habe im Internet aus Versehen zweimal dasselbe Skateboard gekauft. Wie das denn? Das ist so eine Limited Edition mit begrenzter Stückzahl. Also habe ich auf zwei Websites bestellt, um meine Chance zu erhöhen. Aber dann habe ich auf beiden Seiten eins bekommen. Das zweite Skateboard kam heute. Kannst du es nicht einfach zurückgeben? Oder online weiterverkaufen? Umtausch ausgeschlossen. Und ja, ich habe schon überlegt, es weiterzuverkaufen. Die Dinger gehen für den doppelten Preis weg. Aber... Komm schon, ist doch super, wenn du es für den doppelten Preis verkaufen kannst. Du machst Gewinn. Nein, auf keinen Fall. Das lasse ich nicht zu. Nur über meine Leiche. Reselling ist böse. Wow, was ist mit dir los? So wütend wirst du selten. Er ist total gegen Reselling, weil er vor einer Weile eine seltene Figur kaufen wollte, die er nicht bekommen hat. Also musste er sie von einem Reseller kaufen. Oh, das wusste ich nicht. Ich habe eine Limited Edition von einem Spiel für das Dreifache vom Originalpreis gekauft. Ich wollte nicht nachgeben und diesen Unrat von Reselling unterstützen, aber ich musste einfach. Verstehst du meinen Schmerz? Nee, tut mir leid. Eigentlich nicht. Aber jetzt verstehst du, warum ich nicht weiß, was ich mit dem Skateboard machen soll, oder? Sugiura-Shi, gib es doch einfach Yagami-Shi. Er kann den Intensho sicher gut brauchen. Es Yagami-San geben? Ja, gute Idee eigentlich. Yagami-San. Würdest du es denn verwenden, Yagami-San? Ich weiß echt nicht, was ich sonst damit machen soll. Umtauschen oder verkaufen geht ja nicht. Ja, kann ich es echt einfach haben? Ist das Ding nicht ziemlich wertvoll? Du kannst dich ja irgendwann revanchieren. Wenn du mal wieder einen großen Fall löst und eine ordentliche Belohnung kriegst, lädst du mich zum Essen ein oder so. Ha, geht klar. Ich werde mit Dankbarkeit skaten. Cool. Eine gute Fahrt wünsche ich. Ach, übrigens. Du kannst zwar in der Stadt damit rumfahren, aber nicht auf dem Bürgersteig. Das wäre zu gefährlich für die Fußgänger. Ah. Okay, alles klar. Unglaublich. Hm? Was ist denn los, Tsukumukun? Bis beim Bahnhof hat die Limited Love Star Figur zum 5-jährigen Jubiläum. Gut, ich habe das nur in irgendeiner Form gelesen, aber ich glaube nicht, dass es ein Fake ist. Die muss ich mir kaufen. Und ein Reseller will das Teil auch haben. Ich muss... Moment mal, heute steht Dringendes auf dem Plan. Wir müssen überprüfen, ob alle versteckten Kameras funktionieren. Aber ich muss mich beeilen. Wenn ich die Chance verpasse, muss ich sonst wieder bei einem Reseller kaufen. Nein, nein, die Arbeit geht vor. Vielleicht... Ja, schon verstanden. Du willst, dass ich sie für dich kaufe... Oh bitte, der Reseller ist schon unterwegs. Kannst du also sofort hingehen? Klar. Besser gesagt, hinfahren. Ich kann gleich mal ein Skateboard einweihen. Oh bitte, 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 Yagami-Shi. Scheiße. Der Urteil von seinem letzten Posting nach zu urteilen, ist der Reseller, mein Gott, Reseller schon in 3 Minuten da. Okay, dann muss ich wohl schneller sein. Ich verlasse mich auf dich. Hier hast du noch Geld. 20.000 Yen. Okay, Yagami-san. Gib Gas. Denk daran. Auf dem Bürgersteig kannst du nur nicht fahren, also überleg dir gut, welchen Weg du nimmst. Oh. Verstanden. Okay, dann mal los. So, durch die Stadt sausen. Auf dem Skateboard kommst du deutlich schneller voran als zu Fuß. Halte auf der Straße X oder R2, um im Laufen auf dein Board zu springen. Halte beim Skaten nach den Münzen in Skateboardform Ausschau, dann passiert vielleicht was Gutes. Es gibt viele Skateboards mit verschiedenen Fähigkeiten und Designs, also finde sie alle und teste sie aus. Beschleunigen. Drücke X, um dein Skateboard anzuschieben und zu beschleunigen. Du beschleunigst nur kurz, wiederhole diese Aktion also ständig. Die Spuren deines Skateboards zeigen dir, wie gut du beschleunigst. Je breiter die Spur, desto besser die Beschleunigung. Springen. Drücke Kreis, um zu springen. Drücke und halte Kreis, dann lass los, um höher und weiter zu springen. Um über Geländer zu skaten, kannst du auch von einem normalen Sprung zu einem Grind oder Slide wechseln. Also. Scheiße, hier geht's nicht lang.
Na gut, das ist die Fußgängerzone, deshalb wahrscheinlich. Ah ja, da steht's ja auch. Toll. Moment. Ja, Gabi ist gar nicht mehr aufgestanden. So, jetzt sind wir am Ziel. Auch dafür kriege ich natürlich kein Geld. Hallo. Verzeihung, ich habe gehört, ihr habt eine limitierte Love-Star-Figur. Ja, die haben wir. Kostet aber 20.000 Yen. Oh, ist die Kawaii. Zeig die mit dem Mittelfinger? Trotzdem noch Interesse? Klar, ich nehme sie. Viel Spaß damit. Wetten? Ja, da ist er. Ach Gott, ein Yakuza. Ich bin zu spät, die Figur ist weg. Bist du der Reseller, von dem Tsukumo geredet hat? Gib mir die Figur und verschwinde. Du misch dich in ein wichtiges Geschäft ein. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich geb sie nicht her. Tja, dann... muss ich sie mir eh mit Gewalt nehmen. Alter, wie wertvoll ist das Ding denn bitte? Oh, jetzt war ich zu früh. Mein Gott. Das ist immer so nett, wir haben immer gegen daneben haut. Wow, 5000 dafür bekommen. Wahnsinn, Yagami-Chi. Du hast mir ein tolles Stück für meine Sammlung besorgt. Und ich musste kein Geld an einen Reseller abdrücken. Der Typ war so scharf auf die Figur, dass er mich angegriffen hat. Ist die echt so begehrt? Und wie? Der Besitzer von dem Ibis kennt sich wohl nicht aus. Die Farbe ist total selten. Das war nur ein Prototyp, der nie in Serienproduktion gegangen ist. Diese Farbe wurde also nie verkauft. Es gibt auf der ganzen Welt nur 2 Stück davon. Wow, das ist echt mal selten. Unter Liebhabern ist das Ding vermutlich so um die 300.000 Yen wert. 300.000? Für eine einzige Figur? Ernsthaft? Deswegen wollte der Reseller sie unbedingt haben. So ein wunderbares Sammelobjekt gehört nicht in die Hände eines Resellers, sondern in die Sammlung eines echten Fans. Zum Glück habe ich verhindert, dass Sugiwashi sein Skateboard verkauft. Nur deswegen habe ich die Figur bekommen. Jetzt kann ich mich auf die Arbeit konzentrieren. Der Auftrag an den Sail High wird bestimmt ein voller Erfolg. Ich sollte bald Schluss machen. Ach komm, noch einmal, bleib du da sitzen, Kaito. Noch einmal, was? Geschenke. Jemand hat mir was geschickt. Lichtschwert-Extrakt-Sekt, Detective Essentials-Sekt, geil. Telekinese-Extrakt-Sekt, oh cool. Insta-Flux, geil. Laserstrahl-Extrakt-Sekt. Wächtergeist, whatever, temporales Zen, okay. Master System Game ROM, Sagaya, cool. Master System Game ROM Fantasy Zone 2 sind Tears of Opa Opa. Nie gespielt. Alien Syndrome. Global Defense, das kenne ich sogar. Spürhund Weiß, ja, den habe ich ja noch nicht. Spürhund Schwarz. Rost Braun. Tsukino Sao Tome. Achso, ja, die Freunde. Ach ja, ich habe die DLCs gekauft, stimmt ja. Minato Todo. Sagt mir nix.
Kyoko Hakase. What? Overdrive. Dan, dan, dan. Open Air Skatepark. Drohnenrahmen Sky Spider. Ein amerikanischer Monster namens Maxinator. Zusätzlicher Bike-Kurs Urban. Trainingspartner Sugiura. Trainingspartner Higashi. Der sieht mit Brille aber besser aus. Trainingspartner Kaito. Tanzhof, zusätzliches Move Special. Ich kann nicht tanzen. Tanzhof, Schule. Zusätzlicher Robotik-Club-Roboter MB5000 Supremacy. Ach du Scheiße. Zusätzlicher Kampfstil Boxer. Geile. Oh mein Gott. Drei Frauen, drei Liebesgeschichten. Minato Todo. In Kamurocho ging Gericht über Maskottchen um. Folge der Spur, dann triffst du vielleicht auf das mysteriöse Mädchen. Nach Beginn der Hauptstory verfügbar. Kyoko Hakase. Eine einsame Frau verbringt die Nächte in Shinshu voller Furcht. Wovor hat sie nur solche Angst? Tsukino Saotome. Unzählige Fälle hat Yagami schon gelöst, doch es wartet bereits der Nächste auf ihn. Doch bei diesem findet er einen ihm bekannten Namen vor. Ja. Ach, was nur noch. Kämpfen im Boxerstil. Wann du den Boxerstil nutzen solltest. Der Boxerstil ist auf schnelle Angriffe, die sich auf einen Gegner richten, ausgelegt. Er macht von Schnellschritten Gebrauch, so kann Yagami einen Treffer nach dem anderen landen, ohne selbst erwischt zu werden. Gegenangriffe. Yagami kann Gegenangriffe ausführen, indem er bestimmte Skills lernt. Diese führt er mit allen Viereck-, Dreieck-, Kreisangriffen aus, indem er sie mit gegnerischen Angriffen abpasst. Weitere Details kannst du in der Skill-App im Pausenmenü einsehen. Perfekte Deckung. Drücke L1 im richtigen Moment, um gegnerische Angriffe abzupassen und den Gegner mit einer perfekten Deckung ins Schwanken zu bringen. Wie man Skills erlernt. Viele Boxer-Skills können im Todoroki Boxing Gym erlernt werden, sobald du in entsprechenden Schulgeschichten fortgeschritten bist. Wie man den Boxerstil abstellt. Du kannst den Boxerstil in den Einstellungen im Pausenmenü abstellen, sodass nur der Tiger-, Kranich- und Schlangenstil verfügbar sind. Aha, okay. Bis. Neue Trainingspartner warten schon im Boxstudio auf dich. Fumiya Sugiura, Toru Higashi, Masaru Kaito. Trainingspartner sind nicht verfügbar, solange du nicht weit genug in der Schulgeschichte fortgeschritten bist. Trainingspartner sind in bestimmten Teilen der Hauptstory nicht verfügbar. Okay. Noch mehr? Gut. So. Outdoor-Shogi, Outdoor-Shogi. Open-Road-Shogi, da ist es doch. Skateboard, Skateboard, lalalalala. Ach ja, hier ist der Linksverkehr, wir sind hier in Japan. Skateboard, Skateboard, schalalalala. Wow! Mir echt passend das Auto reingerauscht. Hey Mann, Bock auf eine Partie Shogi? Ja, wir machen nochmal eine Herausforderung. Herausforderung Nummer 5. So, ich mach das eben wieder ohne.
大手。大手。大手。大手。